Und damit herzlich willkommen zurück zu Undertale. Ich wünsche einen wunderschönen Abend oder einen Nachmittag oder einen Morgen, wann auch immer mal du, besonders du, dieses Video guckst. Wir haben in der letzten Folge die Spinnkönigin bekämpft und habe jetzt erfahren, ich hätte einen Spinndonut oder dieses andere von den Spinnen, was man da halt irgendwo bei den Ruinen kaufen konnte. Hätte ich einfach während des Kampfes essen sollen und dann hätte ich den Kampf irgendwie geskippt und naja, was hatte ich nicht? Genau, diese Items. Danke geht hier raus an Dominic Toretto für diese Information. Hey, in der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Angebote, ja, wir werden mit Sicherheit nicht überfallen. Ach du Hey, schau dich um. Ja, schau dich um. Okay. Über euch zwei. Was geht ab so? Ich bin Pretty und das ist meine beste Freundin, Katy. Ich bin Katy und das ist meine beste Freundin, Pretty. Oh Gott. Burwan. Das Zeugs drin ist total krass teuer. Aber das Zeugs, das wir finden, ist total krass günstig. Du solltest einfach total krass zuschlagen. Ich hab mal eine Idee. Ich sag's nochmal, aber ich lege weiter Strunkfunden übereinander. Total krass zuschlagen. So, bitteschön. Herkunft der Ware. Ich meine, wo bekommt man die Waffen oder Essen, oder? Wir haben es in Müll gewunden. Es ist guter Müll. Es ist wirklich guter Müll. Herkunft des Mülls. Wo wir den Müll herbekommen? Na, im Schrottladen. Wo denn sonst? Meistens in Waterfall. Ich habe eine Pistole in einer Mülltonne gefunden. Waterfall ist ein cooler Ort, muss man sagen. Überall Metaton. Oh mein Gott, Metaton. Er ist wie... Oh scheiße, ich habe Rest vergessen zu lesen. Er ist mein Roboter, der Gatte. Er ist wie mein Roboter, Gatte. Er ist wie mein Roboter, Gatte. Ich denke, wir werden ihn beide heiraten. Wir sind beide praktisch bereits mit ihm verheiratet. Er, naja, weiß es nur noch nicht. Boah. Wäre das nicht geil, wenn ich immer beide Tonspuren übereinander legen würde, weil die beide reden irgendwie gleichzeitig. Nee, bei dem einen reicht das. Also Dr. Elvis hat Metaton gebaut, richtig? Das ist, was man da so erzählt. Aber Metaton verhält sich immer, als wäre seine Konstruktion irgendwie wie seine Ideen gewesen. Sieht für mich sehr aus wie... Kerl in Frauenklamotten, deswegen spreche ich direkt ein bisschen männlich. Tut mir leid. Und selbst nachdem er gebaut wurde, verhielt er sich so, als wäre Elvis eine alte Freundin. Aber sie sind keine Freunde mehr. Ja, nicht wie ich und Pretty. Beste Freundin für immer. Oh Gott. Oh mein Gott, Elvis. Sie lebte mal an unserer Straße. Sie war eine große Schwester. Ich meine, wenn dich deine große Schwester auf Ausflüge zur Müllheide mitnimmt. Sie hat uns die coolsten Orte zum Müllsammeln gezeigt. Sie hat immer diese komischen Cartoons gesammelt. Dann wurde sie die königliche Forscherin. Ja, wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen. Also, Elvis hat immer gedacht, Esker wäre super süß. Also, ich bin mir sicher, sie hat Metaton gebaut, um ihn total zu beeindrucken. Ein Roboter mit einer Seele. Das ist wirklich super relevant für seine Hobbys. Nachdem Esco Metaton sah, wollte er, dass sie alt Forschungszeug für ihn erledigt. Aber niemand hat bisher irgendwas von ihr gesehen. Oder zumindest sie. Sie muss wirklich den ganzen Tag im Labor bleiben. Sie lebt wie ein kleines Mädchen. Ja, genau wie wir. Ach Gott, über Esco. Oh mein Gott, er ist ein totaler Trottel. Er ist ein großer, pelziger Duftkopf. Ich liebe diesen Typen. Er ist irgendwie so nett. Gott, wir sind irgendwie so halb auf die Zerstörung der Menschheit. Alles klar. Kann man verkaufen? Danke, aber wir brauchen nichts. Und so... Oh mein Gott, kannst du uns ein paar Klammburger besorgen? Wir brauchen nichts, ehrlich. Warte, ich zahle dir 1000 Gold, wenn du Metaton meinen Hintern signiert. Junkfood, halt 17... Ah, ja, leere Pistole... Nee, Cowboyhut. Erhöht Angriff, ist aber schwachsinnig. Verteidigung, ja, aber... Achso, da steht plus 1... Der erhöht, ja doch, erhöht Angriff. Dankeschön. Ein bisschen Junkfood, ja. Ein bisschen Nahrung. Ist doch auch ganz gut.
Was war das? Mystery Key. Zu einem unbekannten Haus, lol. Auf jeden Fall, ich muss Geld sparen. Ich muss Geld sparen. Bis später und so. Total bis später und so. Aber erstmal, Items. Cowboyhut benutzen. Du rüstest den Cowboyhut aus. So. Die alte Schürze war ja nur. Alte Schürze Rüstung 11. Ja. Wo diese eine HP schon echt nützlich. Aber naja. Hey, ich habe gehört, du besitzt die Core. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Ja, klar. Wunderbar, danke, dass du mich versorgst. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Ja. Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei. Wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch, manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Ich weiß nicht, ich will einfach nur weg. Angeblich will ich irgendwie nur weg, aber keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Ich weiß nicht mehr was, aber... Hey, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann in Snowdenwald, richtig? Ich halte Ausschau nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Ja, die haben wir schon gesehen. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages haue ich die wieder wie üblich heraus. Ich klopfe an die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich, von der anderen Seite der Tür, höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer. Feuerwehr? Wo brennt es? Dann bricht sie in Gelächter aus, als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht ohne Ende. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend Witze, klopft sie an die Tür. Klopf, klopf. Ich sage, wer ist da? Disco. Disco wer? Disconnected. Wow. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig über Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launig. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen. Und das tat ich. Und dann wieder und 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 wieder. Und jetzt hat es ein System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass sie kaum lachte, also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, kannst du mir bitte, bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen, und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen, aber... Ja, ich denke mal, dass wir ganz genau wissen, wer diese Frau ist. Jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte, Kumpel? Du wärst dem Zeitpunkt bereits tot. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mach nur Witze. Außerdem, habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen? Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Naja. Hey. Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn niemand sorgt sich wirklich um dich. Ah, okay. Wo ist er hin? Guck mal, Metaton. Eine Fernsehsendung mit Metaton. Und hallo, Keksmann mit vier Nippeln. Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bleibt mir nur Tau von diesem Benjamini essen.
Was ist Benjamin? Ja, alles, ja, egal. Es ist eine Ruhmeswand, voller Zitate und Fotos von Promi-Besuchen. Für das Essen sterbe ich. Hinreißender Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll. Das ist alles von Metaton. Oh. Oh. Ja, nun habe ich es falsch vorgelesen. Naja, egal. Hallo. Früher haben wir die Labyrinthe und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Du kannst keine 2 Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätsel zu stecken. Okay. Den Gegner haben wir doch schon mal gesehen. Ich bin hier der Comedian. Ich bin sehr witzig, die Leute lachen über meine Witze. Aber mein Sohn, er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze, sie sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze. Er beschämt unsere Familie. Hahaha. Das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er jetzt weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Hahaha. Das ist nicht witzig. Warum lachst du dann? Ich habe den Encore. Das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Ich hatte erst was, du wärst ein Gemälde. Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen Ihren Stuhl, Ihr Silberbesteck, Ihr Essen, Ihr... Was? Okay. Okay, ja, ja, ja. Sie müssen Ihren Stuhl, Ihr Silberbesteck, Ihr Essen, Ihr... Was? Okay. Nein, oder? Wäre ich einfach 2 Meter davor. Ah! Gott, das sieht aus wie ein Purikon-Set. Willkommen in der Entity-Zuflucht. Hotlands größtes zimmerbauendes Hotel. Selbst wenn Sie nur eine Nacht bleiben, garantiert die Entity-Zuflucht gute Erholung. Sie gehen nur durch. Toll. Die Entity-Zuflucht ist bekannt, dass Leute hier durchgehen. Okay. Die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ach du Scheiße. Und es ist ein wunderschöner Springbrunnen, der... Dieser Springbrunnen trägt eine Inschrift. Königlicher Gedenkbrunnen gebaut 201, ja. Irgendwann in den letzten 10 Jahren. Metaton letzte Woche gebaut, ja. Wie spricht eine Hand? Ja, wie kann er ansprechen? Ja, wir wissen, der Aufzug in der Stadt funktioniert nicht. Aufgrund dieses Unfalls sind die Zimmerpreise reduziert worden. 200 Gold der Raum. Interessiert? Nein, tschüss. Lass uns wissen, wenn du dich umentschieden solltest, aber einen funkelnden Tag. Ja. Ja, es werde heute nicht zu Hause sein. Ich denke, in meinem Schatzhort liegt noch eine kalte Pizza zum Aufwärmen. Okay. Der Aufzug führt direkt in die Hauptstadt, aber er ist ausgefallen. Das Hotel gibt sein Bestes, alle unterzubringen, die hier festhängen. Okay. Und du? Als Schleim bin ich empört. Okay. Das ist der Aufzug. Der Aufzug wird benutzt. Was? Ist außer Betrieb. Und hier ist ein... Willkommen im MTT Burgerhaus, zu Hause des Clamburgers. Wir lassen den Tag glänzen. Tut mir leid, haha. Es ist gegen die Regel, mit Kunden zu reden, die nichts gekauft haben. Ah. Steak in Form von Metatrons Gesicht. Frag bitte nicht. Sehr beliebt, sehr beliebt. Sandwich-Angriff hoch im Kampf. Tja. Warum versucht dieser Person, mir etwas zu verkaufen? Das ist ein Hamburger-Restaurant. Ich versuche nur zu überleben. Der Kunde ist König, ja. Habe einen funkelnden Tag. Ach du Scheiße. Ich gehe ja schon. Oha, Zimmerservice. Haben Sie meinen Meerestee? Ja. Oder auch nicht. Was war das, wenn ich nein mache? Weiter? Okay. Von innen verschlossen.
Oha, Zimmerservice. Haben Sie meinen Zimthasen? Nö. Wahrscheinlich kommt genau gleich Antwort. Du hörst ein Gescharre. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Okay. Aber du besitzt nicht okay. Lass mich raten, er versucht es sauber zu machen und genau da, wo er gerade sauber gemacht hat, macht er wieder dreckig, weil er die andere Stelle sauber macht. Okay. Er scheint beschäftigt zu sein. Ja. Okay. Also irgendwas kann man ja anscheinend runterschieben und kann man diese anderen beiden Türen irgendwie irgendwas da machen? So, links ist das Restaurant und oben ist dann der Chor. Wollen wir noch einen Sneak Peek reinwerfen? Ring? Wie? Wer sind die denn? Hier sollte doch keiner sonst sein. Naja, wir sollten uns darüber keinen Kopf machen. Okay. Und die Musik? Ring. Bereit? Es ist soweit. Nimm den Aufzug zur Spitze des Chors. Okay. Sehr funky, aber... Tja, wenn ich so auf die Uhr gucke... Ha. Huh. Ne? Ihr wisst, was das heißt. Die Folge ist schon wieder vorbei. Die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und in der nächsten Folge geht's ab in den Chor. Bis dann. Ciao.